Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. So, und bevor ich euch sage, wo wir uns heute befinden und was wir machen, möchte ich als erstes mal, bevor ich das 3000 Mal in die Kommentare geschrieben habe, ein großes Danke an diejenigen rausschicken, die ja meine Videos gucken, vor allen Dingen auch diejenigen, die bis zum Schluss gucken. Es sind ja doch stellenweise ganz schön lange Videos. Ich kann mich erinnern, jetzt, das gar nicht so lange her, ich glaube, das von der CE61, das geht fast 2 Stunden oder über 2 Stunden, oder war das die 354? Ich müsste jetzt echt selber nochmal gucken, aber es ist noch gar nicht so lange her und das ist schon mal eine Hausnummer, sich das anzugucken. Ja, und vor allen Dingen bis zum Schluss, auch wenn es dann zwischendrin schon mal langweilig und frustrierend wird. Auch weil ich möglicherweise verschuldet oder unverschuldet den einen oder anderen Unfall schon gebaut habe. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhalten, fürs Gucken bis zum Schluss. Und natürlich auch vielen Dank für den einen oder anderen dann doch motivierenden Kommentar. So, ja, wir befinden uns vorerst ein letztes Mal auf dem Freeware-Add-on Unterholz in der Version 2.1 und machen heute, ihr seht es schon an der Zielbeschilderung, eine Betriebsfahrt zurück nach Unterholz in den Betriebshof. Und dabei werde ich mal wahrscheinlich ein nicht ganz so positives Fazit zu dieser Karte hinterlassen. Ja, dann würde ich mal sagen, schwinge ich mich mal in das gute Stück. Das ist nämlich ein U530Ü. Das ist schon ein bisschen ein älteres Modell, stammt noch aus dem großen Modded-Paket vom Morphe. Das müsste Version 4.4 oder 4.5 sein. Genau bin ich mir jetzt echt nicht mehr sicher. Aber ich habe das seinerzeit dann so reingepackt und ich habe das auch immer noch auf der Platte liegen. Weil die Version 5.1, die es jetzt aktuell gibt, und Morphe arbeitet ja weiter dran, haben wir ja an der Webdisk gelesen, habe ich ebenfalls. Ich habe das getrennt hingepackt, sodass ich sowohl die Busse als auch die anderen Busse fahren kann. Ja, also rein auf den Arbeitsplatz und dann mal das gute Stück anmachen. So, und dann würde ich sagen, mache ich mich mal abfahrtbereit. Pfeile mache ich extra mal keine an, weil eigentlich sollte ich den Weg kennen. ich versuche es jetzt einfach mal, weil rein theoretisch so schwer ist es nicht. So, jetzt fahren wir erstmal hier aus Seehausen heraus und dann gucken wir mal weiter. So, gucken wir mal weiter hier. Die Ecke möglichst scharf nehmen. So, von da kommt gerade nichts. Dann versuchen wir mal hier schön vernünftig rauszufahren. Ich habe es schon ein paar Mal probiert und nicht immer vernünftig geschafft. Heute können wir mal davon reden, dass ich es geschafft habe. So, hier vor und hier vorne dann links. Jetzt steht mein Auto hier, muss mal aufpassen beim Abbiegen, aber eigentlich ist da genug Platz. So, gucken wir mal, von da wäre frei. Und von da ebenso, ist immer noch frei, es ist noch frei. Dann raus mit uns. So, und dann werde ich mal versuchen, weil ich denke mal, die Betriebsfahrt ist gar nicht so lang, schon mal anfangen, was zu erzählen. Ja, die Map an sich hat viele Linien zu bieten. Am Anfang in Oberstadt hauptsächlich Stadtlinien, genauso die 40 und 41 in Urbich. Wobei die Linie ich schon völlig mit Überlänge ansehe, weil man nämlich den Ort verlässt, um ins Umland zu fahren. Und das, bin ich der Meinung, gehört sich auf eine Stadtlinie. Meiner Meinung nach muss das nicht sein. Aber das ist nur meine Meinung. Aber wie gesagt, die ist dann schon viel zu lang. Und das, was mich eigentlich immer wieder ein bisschen gestört hat, man fährt gerade bei der 40 dreimal mit der Kirche ums Dorf. Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage. Und das zieht sich eigentlich auf allen Linien lang, so aufpassen.
Auf allen Linien zieht sich das lang, dass man immer wieder mal Dinge anfährt, nochmal da reinfährt und also mal links rum, mal rechts rum, mal geradeaus. Wo ich der Meinung bin, vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, bei der Liniengestaltung mehr direkter zu fahren bzw. sich auf ein, zwei Linien konzentrieren, also sprich Stadtlinien, die dann diesen Zubringerdienst, was es eigentlich dann sein soll, erbringen und dann aber die restlichen Linien dann mehr direkt fahren. Ja, so, und das nächste große Problem ist leider, ich habe jetzt gerade noch mal, bevor ich dieses Video aufgenommen habe, noch mal quer geschaut in meine Aufnahmen und es ging eigentlich schon mit der Linie 10 los. Auch da habe ich schon mit Verspätung angefangen, beziehungsweise dann schon beim ersten Ende. Das war nur eine Stadtlinie und da habe ich noch nicht einmal Oberstadt verlassen, sondern nur dort ein bisschen hin und her gekurvt und trotzdem hatte ich schon Verspätung ohne Ende. So, Umsi, du lädst doch bestimmt ordentlich nach und lässt mich gleich weiterfahren. Ja, wie gesagt, das zieht sich durch alle Linien durch. Ich habe immer wieder Verspätung gesammelt, auch nicht gerade wenig Verspätung. Meistens so im mehreren Minutenbereich und dann, wenn man sieht, wie dann der Anschluss aussieht, was weiß ich, 5 Minuten Übergang oder 10 Minuten Übergang. Ich glaube, bei einer einzigen Linie war es wirklich mal so, da hatte man mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Übergang. Gut, da hatte man die 10 Minuten, die man da Verspätung reingefahren hat, verschmerzen können und trotzdem noch Pause machen können. Aber ansonsten ist es so, dass du vielfach gleich wieder 5 Minuten später wieder losfahren musst und dann trägst du die Verspätung immer weiter durch. Ja, und was ist das große Problem dieser Verspätung? Vielfach, und da lehne ich mich vielleicht jetzt ein bisschen aus dem Fenster, obwohl ich es gar nicht weiß, sehen die Linien oder die Fahrpläne generiert aus. Ich weiß, dass man das von UMSI generieren lassen kann, aber eigentlich müsste man sich dann wirklich hinsetzen und jede Linie mindestens ein, zwei Mal fahren, um zu sehen, ob diese generierten Zeiten, ob das auch wirklich realistisch ist, ob es fahrbar ist. Und da bin ich der Meinung, ist es vielfach nicht der Fall. Ich meine, ich habe eine Linie entdeckt, wo es wirklich mal gepasst hat, wo auch die Zeit geklappt hat, aber ansonsten immer Verspätung, 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 Verspätung und stellenweise man ist gerade losgefahren an der dritten Haltestelle und hat schon 3 Minuten auf der Uhr. So, dann auch hier, weil wir gerade das Schild mitten auf der Straße sehen, auch bautechnisch, finde ich, ist nochmal Verbesserungsmaterial, also Verbesserungsmöglichkeiten da. Ich finde, dass vielfach Schilder zu nah an der Straße stehen, dass zu viele Schilder stehen. Vielfach steht nach dem Ortseingangsschild nochmal ein 50-Schild. Warum? Muss da nicht stehen. Muss da definitiv nicht stehen. So, hier wird es grün, da kann ich also direkt abbiegen. Da sind wir ja schon fast am Betriebshof, so schnell wollte ich gar nicht fahren. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hier könnte ich ausschwenken. Ah, ich wollte ausschwenken und bin am... Ja, am Ortsschild bleibe ich hängen. Das hat manchmal schon geklappt, diesmal hat es nicht geklappt. Gut, dann fahren wir zurück. Und fahren jetzt weiter. Sorry dafür und wieder hat es einen Unfall gegeben. Ja, ich hätte es wahrscheinlich auch anders anfahren müssen. Mein Fehler. Ich nehme das mal auf meine Kappe. Aber wie gesagt, das ist mir auf der Karte schon so oft passiert, wo ich dann echt an mir zweifle. Fährst du wirklich so schlecht? Fährst du wirklich so schlecht? Das kann doch eigentlich nicht sein. Fährst seit vielen Jahren um sie und trotzdem passiert er gerade hier auf der Karte immer wieder Probleme und Fehler. Ja, wie gesagt, die Schilder. Ich habe dann stellenweise im Editor Schilder entfernt. Ich habe dann stellenweise Dinge angepasst. Ich habe auch umgebaut Einfahrten. Einfahrten waren gefühlt auch viel zu eng gebaut, wo ich sage, wie soll man da mit dem Bus reinkommen? Mit einem 12-Meter-Bus. Vielleicht kommt man da mit einem Midi-Bus rum oder mit einem Transporter, aber nicht mit einem 12-Meter-Bus und erst recht nicht mit einem Gelenkfahrzeug, weil mit dem kannst du auch nicht wirklich zurücksetzen. Ja, ist einfach nicht zu machen. So, und da sind wir schon am Betriebshof. Jetzt muss ich gucken, was der Bulli hier vorne macht, bevor ich reinfahre. Der biegt ab.
Ja, und so zieht sich das durch. Also so oft wie ich bei der Karte im Editor schon war, war ich bei vielen anderen Karten nicht im Editor. Ja, es ist mal vorgekommen, dass ich mal, was weiß ich, im Betriebshof ein paar Fahrzeuge entfernt habe, die dort eh nur rumstanden, also nur schmückendes Beiwerk waren und mich aber dabei gestört haben, was weiß ich, vernünftig Busse aufzustellen und vernünftig eine Präsentation zu machen. So, und jetzt fahre ich absichtlich so rum. Normalerweise kann ich auch auf der anderen Seite drehen, aber ich fahre diesmal so rum. Da passiert es mir nicht, dass ich euch den Spiegel abrasiere. So, ja, also, um das mal zusammenzufassen, ich bin doch eher ein bisschen enttäuscht von der Karte, weil vielfach du hast immer wieder Verspätung sammelst, du fahrertechnisch ist es eine Herausforderung. Wobei ich der Meinung bin, so schlecht fahre ich doch nie wirklich nicht. Aber okay, kann man jetzt mal sehen, wie man will. So, und ansonsten, ich habe, wie gesagt, Dinge umgebaut im Editor. Ich habe das Einzige, was ich nicht gemacht habe, die Fahrpläne angepasst. Weil da müsste ich mich noch mehr da reinfuchsen, wie jetzt schon. Aber dass mir die Fahrpläne, dass du es nicht schaffst, irgendwie pünktlich anzukommen, obwohl du fährst. Natürlich fahre ich auch nicht wie eine besenkte Sau, also sprich mit 80 oder sonst irgendwo lang auf der Landstraße. Nee, ist nicht, weil im realen Verkehr fährst du auch Maximum 60 mit dem Bus. Auf der Autobahn 80, eventuell 100, wenn du die 100er Zulassung hast. Aber wir haben hier einen Stadtbus, beziehungsweise auch einen Überlandbus. Und wann sind denn in Überlandbussen auch wirklich mal Gurte drin? Und vor allen Dingen, welcher Fahrgast gurtet sich dann auch wirklich an? Das ist die nächste Sache. Also fährst du mit maximal 80, ja. Und dann siehst du durch die generierten Fahrpläne deine Zeit davon schwinden. Ja, und gerade die 354, finde ich, die ist am negativsten aufgefallen. Da fährt man so viele Ecken, Kanten und Dörfer an, fährt gefühlt einmal über die komplette Karte gefühlt und ist ewig unterwegs und fährt um Unterholz, wo man eigentlich endet, dreimal nochmal drumherum, bis man wirklich dort ankommt. Ja, da war ich schon ein bisschen nicht gerade angetan davon. So, und auch hier, naja gut, ich stehe ein bisschen schief da, ist egal. Ist im Spiegel manchmal gar nicht so gut zu sehen. Ja, also, um es zusammenzufassen, die Karte kann ich nicht wirklich ein Beginner von OMSI empfehlen. Es ist einfach zu schwierig. Auch ich habe es auch schon in die Anfangsvideos gesagt, auch das Frustpotenzial, was es hier aufbaut, ist einfach zu hoch. Es ist schade. Also man muss schon jahrelang Erfahrung haben, um damit klarzukommen. Oder beziehungsweise man muss sich dann wirklich durchbeißen, weil das habe ich jetzt im Endeffekt auch gemacht. Fast 2 Monate habe ich jetzt gebraucht, euch diese Karte zu zeigen und schon nach der dritten Linie hatte ich eigentlich nicht wirklich mehr die Lust dazu zu fahren. Aber ich habe mir gesagt, du hast das jetzt angefangen, du machst das jetzt fertig. Es kann eigentlich nur mit den nächsten Karten hoffentlich wieder besser werden. Ich finde es schade, dass die Karte so ist. Ich finde es auch schade, ich habe es versucht, also vor allen Dingen Support gibt es nur über Discord. Ich habe versucht, mal diesen Discord-Link anzutippen, wie auch immer. Ich komme leider nirgendwo hin, also ist wahrscheinlich auch das Support für die Karte, soweit ich das über die Webdisk machen kann, eingestellt. Oder es kommt nichts mehr viel, möglicherweise über Discord. Keine Ahnung, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Weil für mich wäre es sinnvoll, dass das über die Webdisk läuft, weil viele anderen Karten machen auch den Support über die Webdisk. Weil das ist mittlerweile ein guter zentraler Anlaufpunkt und dort sollte man eigentlich was finden. Beziehungsweise die Verlinkung woanders hin sollte dann definitiv funktionieren. So, nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal das gute Stück abschalten und wegräumen. So, dass wir die Karte vernünftig hinterlassen hier. Ja, da sind wir mal ein ganzes Stück raus. So, dann machen wir nochmal einen Blick auf den Betriebshof von Unterholz. Ja, ich wollte eigentlich noch irgendwie ein bisschen mehr erzählen, aber irgendwie fehlt mir jetzt gerade der Faden. Also, wer die Karte wirklich spielen möchte, dem muss ich sagen, bringt viel Geduld mit. Es wird einiges abverlangt. Auch ist teilweise die KI sehr unkooperativ. Es sind zwar Hinweisschilder vorhanden,
dass die KI nicht blinkt, dass die KI nicht wartet etc. Natürlich versucht man das auszugleichen, aber man schafft es nicht immer, weil man ja auch ein bisschen im Hinterkopf hat, ich müsste ja meinen Fahrplan irgendwie schaffen und ich kann nicht immer warten, bis alle Autos durch sind. Ja, und dann ist die KI stellenweise so straff drauf und fährt dann extra nochmal rein. Ja, das Potenzial ist da sehr negativ. Ja, ich denke, das war das erste Mal. Irgendwie, wie gesagt, fehlt mir gerade der Faden. Ich wollte noch irgendetwas sagen. Nee, aber ich denke mal, es kommt ein bisschen rüber und ihr seht es auch in den Videos. Ja. Ja, nun hoffe ich, dass es doch ein bisschen gefallen hat, dass auch mein nicht ganz so positives Fazit den einen oder anderen was bringt. Wer möchte, kann die Karte natürlich trotzdem spielen. Das sage ich nicht ab, aber ich sage einfach, ich werde sie wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen nicht gleich wieder einfassen, weil ich müsste noch, ich glaube, die SEVs müsste ich noch fahren. Und was war denn noch? Schülerverkehr ist auch noch mit dabei, wobei Schülerverkehr das auch so ein bisschen teilweise ist, man fährt teilweise Schüler, dann hat man wieder eine CE-Linie drin oder eine andere Überlandlinie drin, also ist ein bisschen gemischt. Und da habe ich einfach gesagt, okay, wenn ich mal viel Lust habe, dann mal in einem Stream, der aktuell immer noch Zukunftsmusik ist. Und ansonsten beende ich jetzt hier mit diesem Video Unterholz in der Version 2.1. Und dann bin ich eigentlich schon im Hintergrund da dran, die nächste Karte vorzubereiten, die mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, aber mittlerweile nicht mehr so doll. Ja, und dann lasst euch einfach mal im nächsten Video überraschen, was als nächstes kommt. Nee, ich will mal noch nichts anteasern, heißt es so schön neudeutsch, ankündigen, wie auch immer. Lasst euch überraschen und dann sage ich jetzt erst einmal vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Gucken, fürs Mit dabei sein. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.